Hallöchen und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Pokémon Soul Silver Nuzlocke. Und wir sind immer noch im Knofenserturm. Letztes Mal hatten wir ja einen epischen Kampf zwischen Knobi und Knofenser. Und ich guck mal ganz kurz, was unsere Pokémon sagen. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht das ein oder andere Teammitglied heilen. Tränke. Sicher ist sicher. Knobi kriegt ein bisschen was ab. Dann Happy. Ups. Mensch. Ich wollte Happy heilen. Nicht Lex. Lex braucht nichts. Dann bekommt unser französischer Koch oder ich weiß nicht, braucht das der französische Koch? Nee. Remy lassen wir jetzt. Wir brauchen ja schließlich noch ein bisschen was als Reserve. Wo drücke ich denn die ganze Zeit hin? Meine Güte, ich möchte nochmal zu meinem Team. Ich würde gerne Happy tauschen mit Knobi. So. Kümmern wir uns ein bisschen um den Vogel. Lass mich sehen, wie stark dein Glaube an deine Pokémon ist. Okay, wir werden es sehen. Also, lass mich raten. Du hast Knofenser und ich wollte gerade Knoblauch sagen. Oh Mann. Naja gut, selbst schuld, wenn man seinen Knofenser Knobi nennt. Okay, Schnabel. Aber ich glaube, die Knofenser werden so ganz leicht stärker. Kann das sein? Dieses Knofenser ist schließlich schon Level 7. Mal gucken, was das andere voraussichtliche Knofenser für ein Level besitzt. Mal sehen. Auf jeden Fall erreicht Happy Level 6. Gut. Wow. Ach nein, ein Huthut. Wir bleiben mal mit Happy drin. Mal gucken, wie das dann wird. Vielleicht haben wir Glück und Happy erreicht noch Level 7. Ah, Schnabel. Okay, Huthut setzt Tackle ein. Schnabel wird es schon richten, denke ich. Hoffe ich. Wow, Hypnose. Hypnose ist natürlich jetzt nicht so nice. Haben wir sowas wie einen Aufwecker? Ich weiß es gerade gar nicht. Nö. Und nö. Ja. Tja, dann haben wir wohl Pech gehabt. Und ich bin gezwungen, doch Knobi reinzuschicken. Obwohl, so schlau ist es gar nicht. Huthut ist ein Vogel. Naja, wird schon nichts passieren. Sag ich doch. Huthut heult erstmal ein bisschen vor sich rum. Also. Oh, stimmt, da war ja was. Nein! Oh nein! Jetzt werden alle Pokémon eingeschläfert und Knobi hat ja sowieso keine Attacke mehr übrig. Ah, verdammt, da war ja was. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber dafür kriegt Knobi wenigstens dann noch ein paar Erfahrungspunkte. Also ganz so verkehrt ist es nicht, dass wir dieses Pokémon jetzt reingeschickt haben. Oh. Oh, oh. Oh, Alter. Oh mein Gott. Das war jetzt auch nicht die beste Idee, die ich hatte. Okay. Das können wir mit Remy knacken. Also definitiv knicken. Littlefoot muss raus. Alter, meine Nerven. Ich habe voll vergessen, dass es nur 4 KP sind dann. Am Schluss. Ich habe bloß gesehen, ja gut, ist im gelben Bereich, aber vielleicht geht's ja noch. Und dann habe ich die 4 KP gesehen und plötzlich wurde mir klar, Scheiße, was hast du gemacht, Elsa? Und ein Glück, dass Tackle daneben gegangen ist, weil sonst wäre Remy wohl echt Geschichte gewesen. So. Unser Team kriegt Punkte, Knobi erreicht Level 7 und erlernt Wachstum. Und Littlefoot kriegt auch noch ein bisschen was vom Kuchen. Remy sowieso. Und wir haben Ingolf gesucht. Besiegt, oh Gott. Ich bin einfach gerade ein bisschen zu platt, weil das war sowas von knapp. Ich
bin gerade... Oh, schaut mal, wer da hinten ist. Das ist unser Kontrahent. Okay, ich glaube, das wird nichts. Wir müssen dringend erstmal in ein Pokémon-Center, weil sonst... Wow! Alter. Gott. Das ist voll creepy gerade, dieser Glitch. Aber den werden wir gleich beseitigt haben, wenn wir hier endlich mal... Naja, entweder unten sind oder auf ein Pokémon treffen, was natürlich kein Shiny ist. Aber gut. So, Gott, das war so knapp mit Remy. Aber wir müssen trotzdem in das Pokémon Center, weil so gut wie die Hälfte unseres Teams eingeschlafen ist. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So, jetzt muss ich, glaube ich, wieder hoch. Und schon wieder dieser Glitch. Na toll. Der so ultra creepy aussieht. Gott. Wird Zeit, dass ich hier runterkomme. So, wartet. So. Gut. Jetzt ist der Glitch nämlich beseitigt. Und wir können... Na, Mensch. Dankeschön. So, dann sind wir wieder in Viola City. So, wo war jetzt das Pokémon Center? Da ist die Arena. Was ist das? Die Pokémon Schule. Okay. Ist das das mit diesem... Nein. Okay. Ach stimmt, da waren wir doch mit diesen Franzosen, oder? Oder haue ich das gerade komplett durcheinander? Naja, egal. Auf jeden Fall ist es erstmal wichtig, dass unsere Pokémon endlich ein bisschen geheilt werden. Danach werde ich auch erstmal speichern. Einfach bloß für den Fall. Sicher ist sicher. Und ich bin immer noch sowas von geschockt. Wir hätten fast Remy verloren. Oh Gott, das war echt sowas von knapp. Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Omen für diese Folge. Nicht, dass wir am Ende noch wirklich ein Teammitglied verlieren. Das wäre nämlich dezent... Naja, dezent... Kann ich es vorsichtig ausdrücken. Naja, es wäre auf jeden Fall nicht gut. Und das ist so schön, wenn abends dann diese Beleuchtung an ist. Das sieht so richtig cool aus. Okay. Wir sind wieder im Knuffelsaturm. Wie war denn das? Also auf jeden Fall müssen wir erstmal hier hoch. Mal gucken, ob jetzt wieder der Glitch ist. Nope. Gut. Na gut, ich glaube jetzt... Ein Pokémon. Es ist ein Radfratz. Haben wir schon. Radfratz haben wir schon. Na gut. Wow, ups. Ups. So. Flucht. Du bist entkommen. Das ist schön, dass ich entkommen bin. So. Dann werden wir runtergehen. Ich glaube, wir müssen jetzt nach links. Okay. Dann ist hier diese Treppe, die wir hochgehen müssen. Oder hochsteigen eher. Okay. So. Den haben wir auch schon besiegt. Dann sind wir, glaube ich, jetzt hier ganz oben. Ich würde erstmal speichern. Sicher ist sicher. Okay. Bitte das System nicht ausschalten. Wie könnte ich das System ausschalten? Gut. Spiel gesichert. Dann kann es weitergehen. Und was sagt Hubby gerade zu unserer Situation? Hubby wirkt leicht nervös. Oh Gott. Das passt gerade irgendwie. Na egal. Auf jeden Fall ist da unser Kontrahent. Und da hinten ist noch ein Item. Eine Macht sucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese TM überreichen. Aber
Du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Wie war? Wie war? Erst erzählt er mir groß, er sei der Weiseste von allen und dann macht er sofort schlapp. Aber das war mir von vornherein klar. Ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt. Man soll seine Pokémon gut behandeln? Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich, einen feuchten Kehricht. Daniel verwendet Fluchtseil. Ciao! Zum Glück gab es keinen Kampf. Aber ich gucke erstmal hier in diese Ecke, was das für ein schönes Item ist. Es ist ein Fluchtseil. Wie praktisch. Okay, dann ist hier der Weiseste von allen. Ich guck mal nochmal in unser Team. Ich würde Lex auch ganz gerne mal ein bisschen vorsetzen. Lex braucht definitiv auch ein bisschen Training. Hi! Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Knuffenseturm erarbeiten sich Pokémon und Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Team zu erproben. Okay. Erlaubnis erteilt. Marek möchte mit mir kämpfen. Ach Mensch. Und jetzt geht's natürlich nicht weiter. Okay, gut. Zum Glück haben wir gespeichert, ne? Okay, neuer Versuch, neues Glück. Jetzt dürfte es hoffentlich funktionieren mit diesem weisesten Marek. Und das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und oh Gott, dieses Hornliu einfach. Okay, dann werde ich mal Hubby auspacken. Lex war jetzt bloß als Alibi, damit dieses Pokémon noch ein paar Erfahrungspunkte aufschnappen kann. Okay, Spezialangriff steigt. Ist aber nicht sonderlich schlimm. Okay, es ist sehr effektiv. Wachstum. Sollten wir auch hinkriegen? Ja, ist gut. Dann steigt eben der Spezialangriff weiter. Knuffenser ist auf jeden Fall Geschichte. So. Oh, Level 4. Das ist schön. Und Hubby erreicht gleich Level 7. Yay! Sehr gut. Gutes Vögelchen. Und Hut. Möchte ich mein Pokémon wechseln? Ja, ich möchte mein Pokémon wechseln. Remy? Wie wär's mit dir? Schnapp dir diese Eule. Level 10, oh Gott. Naja, ich mach mal kurz Rückzug-Keep und gucke mal, was das bringt. Nicht so viel. Ist die Frage, ob Hut vielleicht irgendeine böse Attacke kann, die uns gleich weg vom Fenster, also wegfegt. Schnabel? Stopp! Macht ein bisschen zu viel Schaden. Planwechsel, das ist mir zu heiß. Ich möchte Remy schließlich noch ein bisschen behalten. Okay, Hut setzt Schnabel ein. Oh, holy sch... Was war das denn? Oh mein Gott. Littlefoot. Schade. Hut, chill. Ganz ruhig mit deinen Federn. Alter. Ich glaube, das ist heute wohl die Folge des Herzinfarktes oder so. Ich habe keine Ahnung. Erst wäre fast Remy weg vom Fenster gewesen. Dann dachte ich mir gerade so bei Littlefoot, oh, scheiße. Schnabel macht ganz schön viel Schaden und das war mir ehrlich gesagt zu viel Schaden ein bisschen. Aber es war ja ein Crit. Oh Gott. Jetzt bitte kein Crit. Stopp! Alter, die Folge macht mich heute fertig, echt. Tackle. Alter! Was ist denn heute nur los?
Meine Güte. Gut, Remy erreicht Level 6. Das ist schon mal eine erfreuliche Nachricht. Und ein Knofenser. Ja, ich möchte mein Pokémon wechseln. Oh Gott, Littlefoot. Habi, du bist dran. Meine Nerven, echt. So, Knofenser wird in den Kampf geschickt und ist plus Level 7. Oh Gott. Aber wie sagt man so schön, man soll ja den Tag nicht von Abend loben. Okay, ich glaube, das sollten wir jetzt für uns entscheiden. Erreicht Level... Ja, ja. Habi erreicht Level 8. Das ist gut. Sehr schön. Und Marek wurde besiegt. Ah, sehr gut. Dein Kampfziel lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht mal vor Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Das ist eine TM namens Blitz. Ach stimmt ja, Blitz war ja damals noch eine TM. Sie gehört dir. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Wenn du einem deine Pokémon Blitz beibringst, kannst du damit jeden noch so dunklen Ort erhellen. Du könntest die TM zum Beispiel ein Knofenser beibringen. Echt? Also früher war das, glaube ich, eine V... Nee, Quatsch. Eine VM. Ja, eine VM war's. Und keine TM. Die wurde dann später zur TM. Genau. Genau so rum war das. Ach ja, stimmt. Wir haben ja jetzt auch ein Fluchtseil, aber ehe wir das benutzen, werde ich erstmal sichern, nicht, dass es dann irgendwelche Problemchen gibt bei diesem Fluchtseil. Man weiß nie. Man weiß wirklich nie. Okay, Elsa hat das Spiel gesichert. Sehr schön. Dann werden wir mal dieses Fluchtseil benutzen. Hui! Wir drehen uns und drehen uns und drehen uns und... Wir drehen uns immer noch. Schön. Wir sind draußen. Und können frische Luft schnappen. Yay! Und erstmal die Pokémon heilen. So, da hinten ist das Pokémon Center. Gut. Dann heilen wir unsere Pokémon mal. So, Spätze Joy, erledige deinen Job bitte. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Dankeschön. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm mal wieder. Ach ja, das werden wir garantiert. Und das war echt sowas von knapp. Guck mal, was die Pokémon sagen. Ja, ist definitiv ein bisschen Trainingsbedarf. Ich guck mal ganz kurz in dieses Haus, was es da so Schönes gibt. Vielleicht irgendwas, was wir gebrauchen können? Hi. Ich sammle Pokémon. Sag mal, hast du vielleicht einen Knofenser? Ja. Würdest du es gegen mein Onix tauschen? Nein. Du willst also nicht tauschen? Zu dumm. Ja, ich weiß. Pokémon, die du im Tausch mit anderen Trainern erhalten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Aber wenn du nicht den richtigen Orden besitzt, gehorchen sie dir nicht. Ich glaube, wir brauchen nicht dieses Onix. So, okay. Das ist diese Trainerschule. Und hier ist die Arena. Ich frage mal ganz kurz, was diese nette Dame hier zu sagen hat. Bei der Pokémon-Arena. Nee, Quark. Falk, der Leiter der Pokémon-Arena von Viola City, ist ein großartiger Trainer. Er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und leitet die Arena hier mit sehr viel Können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das schon mal vorgelesen habe. Ah, ich habe ein Déjà-vu. Und jetzt gibt's hier. Ja. Wir können ja mal eine kleine Shopping-Tour machen. So, kaufen. Was
kauft man denn schönes Tränke? Ja, am besten 5 Stück gleich. So, und dann vielleicht eine Paraheile. Nö, tschüss. Bitte komm bald wieder. Okay, die Regale sind vollgestopft. Was gibt's bei dir? Oh, schön. Ich werde mal einen rosanen Ball kaufen, einfach weil er rosa ist. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin ein Verpackungsopfer, schlagt mich doch. Tschüss. Hi. Da ist ein schwaches Pokémon, wird mit dem richtigen Training mal stark. Wichtig ist, dass du jedem Pokémon viel Zuneigung gibst. Wie wahr, wie wahr. Stimmt's, Hornlieb? Oh Gott. Echt? Das muss man sich mal vorstellen. Ein Hornlieb vor einem Regal im Shopping Center. Vollgestopft mit jeglichen Müll. Oder nicht Müll, sondern halt mit so vielen Artikeln. Und ja, das Hornlieb starrt und hofft wahrscheinlich, dass das Regal zusammenkracht. Oh Gott. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Ich lasse es einfach mal im Raum stehen. Du kannst Pokémon auch Items wie Trank oder Gegengift geben, aber offenbar wissen sie mit künstlichen, hergestellten Items nichts anzufangen. Das stimmt. Deshalb sind auch bloß Beeren nützlich oder so ähnlich und noch andere Dinge. Die es auch gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Hi! In bestimmte Gebäude oder Höhlen... Oh, hey, ich habe einen Rechtschreibfehler gefunden. In bestimmten... Was? In bestimmten Gebäuden oder Höhlen. Sowie Orten, an denen sich sehr viele Menschen aufhalten, darfst du deine Pokémon nicht mitnehmen, ohne sie in einem Pokémon verstaut zu haben. Ich weiß. Und was gibt's hier? Meine Tochter nennt ihre Pokémon nach Sachen, die sie besonders gerne isst. Okay. Erdbeere. Der Taubsi. Eine Erdbeere, süß. Mein Taubsi heißt Erdbeere. Und? Mein Shiny Ampharos heißt Erdbeereis. Kommt doch selber gleich raus. Von daher... finde ich eigentlich ganz nett, diesen Namen, Erdbeere. Ich glaube, sollte uns mal ein Taubsi vor die Füße fallen, werde ich es einfach auch mal Erdbeere nennen. Was sagt ihr? Ist das eine gute Idee? Und was gibt's hier? Naja, eine Trainingsmöglichkeit. Ich gucke erstmal, was die Level sind in der Arena. Hätte ich zwar auch früher gucken können im Internet, aber naja, dann wäre ja der Überraschungseffekt verpufft. Hi! Hey du, zukünftiger Champ! Wer nur fest daran glaubt, für den muss die Meisterschaft kein Traum mehr sein. Ich will dir mal was erzählen. Hör zu, Pokémon vom Typ Pflanze sind sehr schwach gegen Flug-Pokémon. Okay, dann ist schon mal Knobi und Littlefoot aus dem Rennen. Oder er sind aus dem Rennen. Also sei vorsichtig. Dankeschön. Können wir auch wieder runter? Ja, das ist gut. Okay. Ich glaube, das ist dann keine gute Idee. Wenn wir uns jetzt schon der Arena stellen. Ich würde dann wenigstens Lex und Remy gerne noch auf ein Level bringen, auf einen Nenner. Am besten Level 10. Also Remy, Lex und... Was war das andere? Ach ja, Habi, Habi! Wie konnte ich Habi vergessen? Mensch! Und stimmt, es gibt ja noch einen Encounter dann oben, glaube ich. Ich würde sagen, den Encounter werde ich noch holen.
Okay. Waren wir hier schon? Tja, Kumpel! Kennst du das? Wenn du irgendwo durch willst, aber so ein fetter Stein macht dir einen Strich durch die Rechnung? Na klar kennst du das! Dann schau mal her, ich habe hier genau die richtige VM für dich, Kumpel. Und so schnell kann man eine VM kriegen. Dankeschön! Darin befindet sich Zertrümmerer. Solange du den Orden aus der Arena von Velo City hast, kriegst du damit jeden bröckligen Felsen klein. Aber die Sache hat einen Haken. Wenn du die Attacke aus dieser VM ein Pokémon bringst, vergiss das überschnell nicht wieder. Überleg dir also besser zweimal, welches Pokémon sie lernen soll, Kumpel. Ja, okay. Halte ich für eine gute Idee. Wo können wir denn jetzt trainieren? Ich weiß jetzt echt nicht, wo wir trainieren können. Ah, wir sind jetzt bei den Alfruinen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier bei den Alfruinen weiter und ich werde bei den Alfruinen einfach dann trainieren. Ich hoffe, das ist eine gute Variante als Trainingsmöglichkeit. Nicht, dass ich mir dadurch das Genick breche. Und ja, ich danke euch, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!